Belarus zwingt also ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg von Griechenland nach Litauen gewesen ist, zur Landung in Minsk. An Bord befindet sich ein im Exil lebender Journalist, der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesucht wird. Wie ist das alles rechtlich zu bewerten? Ralf Janik ist Jurist mit Schwerpunkt Völkerrecht. Er wird es uns jetzt erklären. Er ist zu mir geschaltet. Schönen guten Tag, Herr Janik. Schönen guten Tag. Sie bezeichnen den Vorfall als die Entführung einer Ryanair-Maschine. Wie kommen Sie denn zu dieser Einschätzung? Ja, es ist keine klassische Flugzeugentführung, weil sie nicht durch Privatpersonen durchgeführt wurde. Das ist das, woran man wahrscheinlich assoziativ als erstes denkt, sondern eine staatliche Flugzeugentführung. Das Flugzeug wurde unter dem Vorwand, dass es dringende Sicherheitsgründe gibt, umgeleitet und zurück nach Minsk beordert und anscheinend das sogar im Beisein von einem Kampfjet. Und diese ganze Szenerie, also ganz allgemein soll man ja keine Gewalt androhen und auch nicht anwenden gegen Privatflugzeuge. Und angesichts dessen, dass diese Sicherheitsbedrohung anscheinend nicht wirklich bestand, ist das eine Entführung insofern, als dass die Umstände, wenn man sie zusammennimmt, ganz klar darauf hinweisen, dass es eben keine Rechtfertigung dafür gab und dass dieses Flugzeug gegen seinen Willen dazu gebracht wurde, nach Minsk zurückzufliegen. Sie haben die Sicherheitsbedrohung gerade angesprochen. Belarus behauptet ja, es hätte eine Bombendrohung von palästinensischer Seite gegeben. Angenommen, das wäre wahr, wäre eine erzwungene Landung dann gerechtfertigt? Ja, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus und darauf baut das Argument auch aus. Also ganz allgemein ist natürlich einerseits dieser Einsatz von Gewaltandrohung oder eben überhaupt dieses Einschränken von einem Linienflugzeug verboten. Andererseits greifen da natürlich auch Sicherheitsinteressen. Man erinnere sich auch an den Lockerbie-Anschlag. Man erinnere sich daran, dass Flugzeuge auch zweckentfremdet werden können. Aber so eine Bedrohung muss eben vorliegen. Und anscheinend hat der Hamas selbst sogar zurückgewiesen, die Möglichkeit oder eben diese Anschuldigung. Und das ist dann natürlich ganz der eine Konflikt mit einem anderen Streit verknüpft wird und dann auf einmal im Nahen Osten die Hamas auch sich zu Wort melden muss und sagen, Moment, wir sind vielleicht böse für euch, aber so böse auch nicht, damit haben wir jetzt nichts zu tun. Also das ist ein bisschen eine Soap-Opera, wenn es nicht so traurig wäre. Die Ryanair-Maschine ist im belarussischen Flugraum unterwegs gewesen. Könnte man denn damit argumentieren, dass es keine Überfluggenehmigung gegeben hätte und die Maschine deswegen zum Landen gezwungen werden musste? Ja, also ganz grundsätzlich brauchen Flugzeuge ein eigenes Recht, weil eben der Luftraum auch zum staatlichen Hoheitsgebiet gehört. Das hat aber nicht einmal Belarus selbst argumentiert. Also es dürfte jedenfalls auch eine Überfluggenehmigung gegeben haben, sonst hätte man das ganze Argument wahrscheinlich darauf aufgebaut oder zumindest das zusätzlich auch ganz am Anfang angeführt. Darauf deutet aber, und deswegen bezweifle ich, dass ausgerechnet dieser Ryanair-Flug keine Überfluggenehmigung gehabt haben soll. Wir haben da leider immer wieder leichte Tonprobleme. Hoffentlich verabschieden sich die bald und wir können das Interview fortführen. Jetzt gibt es Augenzeugenberichte, die besagen, dass jener Mann, der dann in Minsk verhaftet worden ist, die Piloten aufgefordert hat, nicht zu landen, weil ein politischer Flüchtling, nämlich er selbst, an Bord gewesen sei. Hätten die Piloten auf ihn hören müssen? Ja, das ist eine ultimative Zwickmühle für die ganze Crew und für die Piloten, weil sie natürlich den staatlichen Anweisungen Folge leisten müssen. Also eben, wenn da der Staat innerhalb des Luftraums etwas sagt, da gilt ja die Souveränität, dann kann man da nicht als Pilot eigenmächtig andere Entscheidungen treffen. Andererseits ist es natürlich dann auch so, dass man sich denkt, wenn man jetzt die Gesamtsituation kennen würde als Pilot, man weiß oder zumindest viel darauf hindeutet, dass es eben ein Vorwand sein könnte, dann könnte es eine moralische Verpflichtung geben, aber man kann von einem Piloten unmöglich verlangen, dass er alle Umstände zu diesem Zeitpunkt kennt und sich über Anweisungen der Minsker Regierung hinwegsetzt. Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich auch nicht voll im Bilde ist über diese ganze Situation und was darauf hindeutet, dass hier ein Vorwand genutzt wird, um diesen Passagier dazu zurück nach Minsk zu bringen. Jetzt hat Belarus wohl internationales Flugrecht verletzt, außerdem das Asylrecht jenes politischen Flüchtlings, der da an Bord war, Roman Protasevich. Welche Konsequenzen könnte das für das Land haben und wer soll die vollstrecken? Ja, also ganz allgemein ist ja der Mann Flüchtling, weil er eben wegen seiner Meinung anscheinend verfolgt wird. Jeder hat das Recht, sein Land zu verlassen, wie Sie eben korrekterweise andeuten, eben Flüchtlingsrecht. Und jetzt sind wir bei einer Frage, die wir uns in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt schon sehr lange stellen. Jetzt haben wir dieses Flüchtlingsrecht beispielsweise und es wird aber nicht konsequent vollzogen. Und hier haben wir eigentlich ein Lehrbuchbeispiel für eine individuelle Person, also für eine Einzelperson, die wegen ihren politischen Ansichten verfolgt wird. Und jetzt ist eben die EU auf den Plan gerufen und andererseits auch die USA. Jetzt geht es darum zu sagen, Moment, es gibt eine rote Linie, es gibt Dinge, die wir nicht tolerieren. Und das darunter fällt auch, dass man ein Flugzeug von seinem normalen Flug abbringt
umleitet, um eine Person, die, wie gesagt, das Recht hat, aus seinem Land auszureisen und andererseits auch das Recht hat, um Asyl anzusuchen, dazu also vom Flugzeug entfernt und nach Minsk zurückbringt. Ralf Janik, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.